Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, sie sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Vielleicht noch eine kurze Regieanweisung dazu oder Anmerkung, wie wir das konzipiert haben. Also die gemeinsamen Lieder sind nicht dazu gedacht, daran zu erinnern, so langsam geht's weiter, sondern wir wollen diese Lieder wirklich gemeinsam singen, um unseren Herrn zu ehren. Diese Lieder sind keine Pausenfüller und keine Erinnerung an das Ende der Pause, sondern ich darf darum bitten, dass wir wirklich das ernst nehmen, dass wir sehen, das ist eine Möglichkeit, uns zu beteiligen, gemeinsam den Herrn anzurufen und anzubeten. Und das wollen wir nicht mit der linken Hand machen und auch nicht im Vorbeigehen und auch nicht mit einigen wenigen auserwählten Stimmen, sondern wir wollen es gemeinsam tun. Und ich darf Sie ganz herzlich bitten, dass wir das gemeinsam auch weiterhin machen. Okay, jetzt steigen wir also in den zweiten Teil ein. Nomen est omen, die Bedeutung von Smyrna. Heute heißt die Stadt Izmir. Smyrna taucht erstmals bei Herodot auf in seinen Historien, etwa 480, 490 vor Christus. Und man muss wissen, diese Stadt hatte eine sehr wechselvolle Geschichte. Sie war immer mal wieder aufgebaut worden. Ihre größere Geschichte beginnt 300 vor Christus. Dann wird sie 177 durch ein Erdbeben wieder zerstört und mit Hilfe römischer Kaiser Mark Aurel und Commodus wieder aufgebaut. Und diese Smyrna gehört mit Ephesus und Pergamon zu den 3 bedeutendsten Städten Kleinasiens. Hier einige Beispiele für die archäologischen Reste, die davon noch erhalten sind. Hier sehen Sie im Hintergrund Izmir und im Vordergrund, wie gesagt, die Ruinen des alten Smyrna mit einer Stadtgeschichte, die sich ja bis ins 6. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen lässt. Aber der Name Smyrna passte zur Situation der christlichen Gemeinde dort, auch wenn er nicht durch sie diesen Namen erhalten hatte. Smyrna, das hängt mit dem hebräischen Mor zusammen, was so viel bedeutet wie Bitterkeit. Als Verb bitter sein und aus dem Mor, oder es gibt auch andere semitische Grundformen dessen, wurde dann das griechische Smyrna, und das man am besten übersetzt mit Myrrhe. Myrrhe, Sie wissen, Myrrhe heißt Bitterkeit oder bitter. Diese Flüssigkeit träufelt aus einem der Akazie-ähnlichen Baum, war damals eigentlich ein Luxus- und Handelsartikel, vor allem wegen des angenehmen, würzigen Duftes, dem zuweilen auch erotisierende Kraft zugeschrieben wurde. Myrrhe wurde verwendet als profanes und sakrales Räuchermittel. Man verwendet es als Puder oder löst es in Olivenöl oder Wasser auf. Als Parfum wurde es genutzt. Es war auch Bestandteil des heiligen Salböls im 2. Mose 30, und medizinisch schrieb man ihm schmerzstillenden, betäubenden, entzündungshemmende Wirkung zu. Also dieser Stoff war begehrt, und diese Kombination von Bitterkeit und Wohltat, dass Bitterkeit auch wohltun kann, das erlebte die Gemeinde dort in Smyrna. Und man kann sagen, während das größte Gefahrenspotenzial in Ephesus von innen kam, geriet die Gemeinde in Smyrna von außen unter Druck. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung, da steht Blasphemie, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Smyrna ist kein Einzelfall. Was diese Gemeinde erleben musste, das haben andere Gemeinden in den 2000 Jahren seitdem immer wieder erlebt. Das erleben Christen heute im Sudan, in Nordkorea, im Iran, in Teilen von China.
in weitesten Teilen der arabischen Welt Gemeinde unter Druck, Gemeinde unter einem Trommelfeuer von Anfeindung. Und es gibt Organisationen, die sich in besonderer Weise darum kümmern, wie zum Beispiel Open Doors, die jährlich einen sogenannten Weltverfolgungsindex erstellen. Das heißt, sie versuchen das quantitativ umzusetzen, in welchen Ländern die, soweit man das überhaupt berechnen kann, härteste Verfolgung herrscht. Und die dunkelroten Felder sind die, die sie als extrem Region bezeichnen, und in den orange gekennzeichneten Bereichen ist es immer noch sehr, sehr hoch. Als Zahl hat Open Doors dieses Jahr angegeben, weltweit sind mehr als 365 Millionen Christen. Müssen wir uns klar machen, mehr als 365 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung ausgesetzt. Ihnen ist in besonderer Weise dieser Brief an Smyrna gewidmet. Umso erstaunlicher dieses Gütesiegel, was Gott Ihnen dort gewissermaßen verleiht. Du bist arm und doch reich. Und das ist jetzt die spannende Frage. Worin liegt der Reichtum der Gemeinde? Ganz auffällig, wenn man den Brief an Smyrna mit den sechs anderen Briefen vergleicht. Für Smyrna hat Jesus nur Lob übrig. Fünf anderen schreibt er auch noch Kritik ins Stammbuch. Nur noch Philadelphia wird ausnahmslos gelobt. Warum? Und wir wollen, wenn wir von Smyrna reden, immer auch diese 365 Millionen Glaubensgeschwister mitdenken. Und wir werden hier bei der Befassung mit Smyrna auch Hinweise dafür bekommen, wie wir mit dem ja noch viel kleineren Druck umgehen können, der uns in unserem Umfeld trifft. Und wie wir uns möglicherweise vorbereiten können auf Zeiten, wo dieser Druck auch einmal größer werden könnte. Der Brief an Smyrna zeigt uns zunächst, und das ist der zweite Punkt, die Härte des Drucks. Vers 8. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie sind Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Smyrna, eine reiche Stadt in der Ägäis, durchzogen von breiten Alleen, herrlichen Straßen, einem ansehnlichen Göttertempel. Smyrna galt als Zentrum für naturwissenschaftliche und medizinische Forschung. Smyrna war stolz darauf, dass hier der berühmte Dichter Homer geboren sein sollte. Und dieser Name passte eigentlich nur für die Christen dort, Smyrna, bitter. Der gesellschaftliche Druck auf diese Gemeinde war besonders groß. Dafür gab es naheliegende Gründe, denn diese Stadt war den römischen Herrschern besonders lieb und teuer. Sie hatten also auch einiges Geld in die Förderung dieses Tempelbaus gesteckt, also 100 Jahre vorher, 100 Jahre, also vor 95, war dort der römische Kaisertempel errichtet worden. Und Sie müssen wissen, jetzt herrscht, wir sagten das schon, im römischen Reich Domitian, 81 bis 96, und Smyrna galt als eine, wenn nicht die Hochburg des Kaiserkultes dort in Kleinasien. Und das hieß, es gehörte zu den staatsbürgerlichen Pflichten, dass man den Kaiser öffentlich als Gott anbetete. So wie wir heute Steuern zahlen müssten, so mussten die den Kaiser anbeten und Steuern extra noch zahlen. Und was sollten die Christen jetzt machen? Es gab ein festes Ritual. In der Stadt stand ein Kaiseraltar. Und vor diesem Kaiseraltar musste jeder Bürger ein Weihrauchstäbchen verbrennen und dann mit einem vorgeschriebenen Gebet den Kaiser als Gott anrufen. War das getan, bekam man ein schriftliches Zeugnis, ein Zertifikat. Und wer so ein Zertifikat besaß, durfte am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sage ich mal. Wer das nachweisen konnte, der hatte gezeigt, dass er seine staatsbürgerlichen Pflichten treu und brav erfüllte. Wer sich weigerte, wurde in der Regel hingerichtet oder erstmal ins Gefängnis gesteckt. Und manchmal gelang es der Gemeinde, einzelne Christen für riesige Geldsummen wieder freizukaufen und vor dem Tod zu retten.
Aber oftmals gelang das nicht. Das heißt, wer in Smyrna Christ wurde, begab sich in reale Lebensgefahr. Er musste damit rechnen, gegebenenfalls früh zu sterben und mitunter einen höhnischen öffentlichen Tod in der Arena. Zerfetzt von den Löwen, begleitet vom Beifall der High Society dieser Kulturstadt. Es war zu allen Zeiten erstaunlich, wozu eine High Society klatschen konnte. Und trotzdem hielt sich die christliche Gemeinde und gab nicht auf. Und es erwuchs ihr aus der Unterdrückung ein Folgeproblem, nämlich das der Armut. Ich kenne deine Armut, sagt Jesus. Und das ist zunächst mal ganz im Sinne des gestrigen Jugendabends gemeint. Also die waren wirklich arm. Also da ging es auch ums Geld. Materiell arm. Ihnen ging das Geld aus. Freikauf aus dem Gefängnis, das verschlang manchmal Unsummen. Irgendwann waren die Ersparnisse aufgebraucht. Das Geld war noch da, aber es lag jetzt auf anderen Konten. Und dann gab es gezielte Denunziationen. Christen wurden bestimmter Straftaten verdächtig, dann kamen sie auch ins Gefängnis, konnten ihren Beruf nicht weiter ausüben. Etliche gingen mit ihren Betrieben schlichtweg in Konkurs. Die Gemeinde wurde von allen Seiten in die Zange genommen. Auf der einen Seite die römische Staatsmacht, auf der anderen Seite gab es bestimmte Kreise von Juden, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Und auch in Smyrna haben sie, also diese Vertreter der jüdischen Gemeinschaft, die Gemeinde Jesu gezielt bekämpft. Wahrscheinlich gab es auch viele Judenchristen in Smyrna und die wurden dann von ihren Volksgenossen besonders hart bekämpft. Und deswegen sagt Jesus hier in Vers 9, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Das ist ein hartes Wort, was Jesus der Jude da sagt. Und er sagt damit Folgendes, diese Leute, die meine Gemeinde bekämpfen, sind zwar von Geburt her Juden, aber nicht in ihrem Herzen. Denn sonst würden sie ja erkennen, dass das ganze hebräische Alte Testament auf mich hinweist. Der Gott der Juden ist mein Vater. Das jüdische Volk ist mein Volk. Aber diese Gruppe jüdischer Volksgenossen bekämpft meine Gemeinde. Und das hat nichts mit Antijudaismus zu tun. Jesus sagt hier in diesem Brief auch nicht, dass das gesamte Judentum an sich teuflisch ist, aber er sagt im Grunde genommen, dass diejenigen, die ihn bekämpfen, weil er der Sohn Gottes ist und die seine Gemeinde bekämpfen, weil sie ihn als Gottes Sohn anbetet, dass die letztlich im Auftrag des Teufels handeln. Und Jesus hat das so ähnlich schon im Johannesevangelium gesagt. Jahrzehnte vorher. Johannes 8, Vers 40. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Also Vorwurf an Jesus, er sei angeblich unehelich. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und dann weiter, ab Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Ich kenne die Bedrängnis, von denen sie sagen, Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge Satans. Aber diese Gemeinde konnte nicht ausgelöscht werden. Warum? Weil sie im Letzten nicht von Menschen abhängig war, sondern von Jesus. Und das ist das Zeugnis auch, was wir von vielen dieser Gemeinden hören, von denen zum Beispiel Open Doors berichtet. Jesus erhält die Gemeinde unter allen Umständen. Die hatten keinen Überfluss, die hatten keinen Luxus, aber sie konnten existieren. Über den Bestand der Gemeinde Jesu entscheidet nicht die Politik, entscheidet nicht die Umwelt, entscheiden nicht Gesetze, sondern Jesus. Und Jesus behält die Kontrolle. Jesus lässt auch nicht zu, dass seine Gemeinde zum Spielball politischer Mächte wird, auch wenn es manchmal so aussieht. Und wir müssen sagen, das war zu allen Zeiten der Kirchengeschichte so, dass der Verfolgungsdruck auf die Gemeinde sich sehr unterschiedlich gestaltete, je nach Region. Das haben wir hier in Kleinasien schon innerhalb, ja, Hunderten von Kilometern.
wo die nur auseinander sind, die Gemeinden, aber zum Teil im Hinblick auf Verfolgung doch eine sehr sich unterscheidende Situation jeweils haben. Und es wird immer wieder von Seiten der verfolgten Gemeinde auch gesagt, wir wollen nicht unbedingt mit euch tauschen. Denken wir zum Beispiel an Samuel Lamb, einer der Führer der Untergrundkirche in China, der gesagt hat, wir wollen nicht ganz raus aus der Verfolgung, weil wir fürchten, dass wir dann umso mehr der Verführung erliegen. Deutschland hat eine geteilte Geschichte. Die Geschwister, die in der ehemaligen DDR gelebt haben und meine Großeltern haben dort gelebt, wir waren als Kinder regelmäßig dort, haben etwas von Verfolgung erlebt. Nicht wie in Smyrna, aber wenn in der Regel Kinder von Christen nicht aufs Gymnasium gehen durften und nicht studieren durften. Es gibt natürlich eine berühmte Pfarrerstochter, die durfte nicht nur studieren, sondern die durfte sogar ein Luxusstudium in Moskau bestreiten. Aber das sagt wahrscheinlich einiges über die Pfarrerstochter und über den Pfarrer aus. Normalerweise war das den Christen nicht möglich. Und das war nur ein Beispiel dafür. Manche Geschwister haben das Radio laut gedreht, wenn sie in einer Wohnung lebten und bestimmte kritische Dinge über ihre Situation sagten. Wir haben in Westdeutschland eine völlig andere Geschichte erlebt. Und Sie wissen, dass wir in diesem Jahr den 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes feiern. Hoffentlich feiern wir den. Was wir erleben, ist aber eine zunehmende Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit und eine Aushöhlung auch der Rechtssicherheit und damit der Freiheit. Ich will nur ein ganz aktuelles Beispiel Ihnen als Beleg dafür nennen. Die Innenministerin droht uns ja schon seit Längerem mit einem sogenannten Demokratiefördergesetz, das seinem Namen Hohn spricht. Also ein Rechtsstaat lebt ja von der Unterscheidung zwischen legal und illegal. Was nicht verboten ist, darf der Staat nicht verfolgen. Nach dem geplanten Gesetz soll es künftig aber auch möglich sein, legale Meinungsäußerungen und Aktionen zu bestrafen, zum Beispiel durch Sperrung von Konten. Also wenn jemand sich für die falschen Ziele einsetzt, und also falsch im Sinne derer, die die Macht haben, das zu bestimmen, und einen gewissen Einfluss entwickelt. Der Chef des Verfassungsschutzes, Herr Haldenwang, sagte bei der Vorstellung dieses Gesetzes am 13.02. bei der Pressekonferenz mit entwaffnender Offenheit, der Inlandsgeheimdienst müsse künftig darauf achten, verbale und mentale Grenzverschiebungen zu entdecken. Also was das Reden und das Denken angeht, darauf muss der Verfassungsschutz aufpassen, sagt er, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht in unsere Sprache einnichten. Also wir haben inzwischen einen ganz fürsorglichen Verfassungsschutz, der sogar auf das Denken und die Sprache seiner Bürger aufpassen will, damit sie sich nicht zu weit von den Vorstellungen ihrer Regierung entfernen. George Orwell lässt grüßen. Und wir erleben fast wöchentlich massive Angriffe auf die christliche Ethik, auf das Verständnis von Familie, von Ehe, von Sexualität. Der Staat maßt sich auch zunehmend an, bevormundend in das Privatleben seiner Bürger einzudringen. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Es gibt inzwischen ein staatlich gefördertes Programm, das nennt sich Entschwört. Es wird entscheidend mitfinanziert vom Bundesfamilienministerium. Da geht es um Folgendes. Es ist eine Berliner Beratungsstelle. Sie fordert Menschen dazu auf, Familienmitglieder zu denunzieren, die Verschwörungserzählungen glauben, krude Videos teilen oder Alternativmedien lesen. Also, wenn Sie die falschen Medien lesen, wenn Sie bestimmte Videos teilen, die nicht genehm sind, dann finanziert das Bundesfamilienministerium ein Programm, das es Kindern nahelegt, die eigene Familie zu denunzieren auf Staatskosten. Und zum Verschwörungstheoretiker werden Sie sehr schnell. Da heißt es in der Beschreibung dieses Projekts, Angehörige teilen Inhalte von kruden Kanälen oder sogenannten Alternativmedien in Familienchats, halten sich nur noch auf YouTube und Telegram auf. Also, wenn das geschieht und wenn in Ihrer Familie jemand ist, der das problematisch findet, der Staat bietet ihm eine Anlaufstelle, wo er sich melden kann, um sie innerfamiliär zu denunzieren.
Das ist die Rechtsauffassung, die an vielen Stellen inzwischen in unserem Staat gefördert wird. Und ein äußeres Indiz ist, dass die Schwelle für Hausdurchsuchungen durch die Polizei immer niedriger wird. Also hier kann man nochmal ein Bild von Domitian in dem Zusammenhang bringen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, damit Sie nicht denken, dass ich hier übertreibe. Also ich sage nochmal, die Schwelle für Hausdurchsuchung, also dass die Polizei dann eines Morgens vor ihrer Tür steht und sagt, jetzt machen wir Durchsuchung, so wie es zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel von mehreren, diesem Unternehmer aus Bayern gegangen ist, der mit einem Plakat, das er in seinem eigenen, auf seinem eigenen Grundstück aufstellte, über die Regierung verspottet hat. Der Mann heißt Michael Much, lebt in Gmund am Tegernsee und er hatte im September 23 ein Plakat aufgehängt, unter anderem dieses, das war wohl das, was am meisten Aufsehen erregte, mit diesem sagenhaften Zitat des Wirtschaftsministers, Unternehmen gehen nicht insolvent, sondern hören nur auf zu produzieren. Und dann zeigt er ein Bild von Habeck mit drei Fingern und stellt die nachvollziehbare Frage, kann der überhaupt bis drei zählen? Also es ist Regierungskritik, ne? Ich meine, wir finden ja auch ganz andere Äußerungen inzwischen in der Öffentlichkeit, wo die Polizei nicht auf der Matte steht. Also wenn zum Beispiel eine Oppositionspolitikerin als Nazischlampe bezeichnet wird oder wenn ein Böhmermann Kinder als Ratten bezeichnet oder wenn Ungeimpfte als gefährliche Sozialschädlinge bezeichnet sind, da habe ich nicht gehört, dass irgendwo die Polizei irgendwo vor der Türe stand. Aber wenn Sie den Bundeswirtschaftsminister angreifen, ist das natürlich eine andere Sache. Und dann müssen Sie damit rechnen, dass geklingelt wird nach dem alten chinesischen Motto, bestrafe einen, erziehe 100. Das ist die Situation bei uns. Ich denke, man kann noch nicht von einer Verfolgung reden. Bei uns gibt es keinen Kaiser, den wir anbeten müssen. Aber es gibt einen anderen Souverän, der die Christen unter Druck setzt, und das ist die Gesellschaft. Und die Gesellschaft verdichtet das immer stärker in dem, was wir Zivilreligion nennen, dass sie also zu bestimmten Themen wie Klima, Migration und so weiter eine bestimmte Meinung haben müssen. Und wenn sie diese Meinung nicht haben, dann rücken sie schon sehr schnell auf die Seite derer, die verdächtigt werden und die das Räucherstäbchen vor dem Altar der Zivilreligion verweigern. Und trotzdem genießen wir noch viele Freiheiten, das müssen wir auch sehen. Aber wir müssen einfach ehrlich uns mit unserer Situation auseinandersetzen. Und auch das erleben wir und auch das gab es in Smyrna, dass manche Evangelikale dem Staat gegenüber sehr beflissen deutlich gemacht haben, lieber Staat, wir halten die Klappe. Lieber Staat, du brauchst von uns nicht zu befürchten, dass wir zu kritisch werden als Christen. Wir sind die guten Christen. Zum Beispiel das Medienmagazin Pro, das früher einmal doch für sehr deutliche Positionen bekannt war, da finden sich ständig derartige Signale einer, ja manchmal geradezu rührenden Staatstreue. Oder ich erinnere noch einmal an jene Erklärung, die von einigen Vertretern des Evangelikalismus, Werksleitern, im November 2020 im Zusammenhang mit Corona formuliert wurde und die immer noch nicht zurückgenommen ist. Der Titel dieser Erklärung lautete damals Jesus im Zentrum trotz Corona. Und da heißt es in einem programmatischen Satz, ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Und als ein Beispiel dessen, was man nicht bekämpfen muss, wird dort genannt Ehe für alle. Will sagen, wenn der Staat dich nicht zwingt, selber eine Ehe für alle in dem Sinne zu schließen, dann musst du dich als Christ dazu nicht äußern, dann darfst du die Klappe halten. Wenn man das ins Extreme zieht, müsste man sagen, solange der Staat dich nicht zwingt, die Juden in die Waggons nach Auschwitz selber hineinzustoßen, solange du an diesem Unrecht nicht unmittelbar beteiligt bist, kannst du die Klappe halten. In Smyrna haben sie es nicht gemacht. Sie haben nicht die Klappe gehalten, sie haben Farbe bekannt, sie haben sich gewehrt, nicht weil sie so stur waren, sondern weil sie in ihrem Gewissen gebunden waren. Und sie haben die ganze Härte des Drucks erfahren. Aber Jesus geht noch weiter. Er benennt auch die Herkunft des Drucks. Da haben wir wieder einen erfreulicheren Anblick. Polycarp statt Habeck, werden Sie gleich noch sehen.
die Herkunft des Drucks. In diesen vier Versen tauchen zwei Wörter auf, zwei verschiedene Ausdrücke für eine und dieselbe Person. Diese Person ist letztlich, sagt Jesus, die Quelle des Drucks, den meine Leute auszuhalten haben. Vordergründig sind es die Kaiser, die Römer, die Soldaten, die denunzierenden Nachbarn oder vielleicht auch Familienmitglieder, ich weiß es nicht. Vordergründig sind es diejenigen, die sich als Juden ausgeben, aber im Gegensatz zu ihren jüdischen Grundüberzeugungen, zu ihren jüdischen Grundschriften handeln. Vordergründig werden die Christen unter Druck gesetzt durch bestimmte Politiker, Ideologen, gesellschaftliche Kräfte, Machtkonstellationen durch die Zivilreligion. Und doch bei aller Schuld und Verantwortung, die diese Menschen auf sich laden, sind sie letztlich, das sagt Jesus hier, sind sie letztlich nur ausführende Organe. Wer die Gemeinde Jesu bekämpft, steht, auch wenn er es nicht weiß und wenn er es nicht will, im Dienst einer anderen Macht. Das sagt Jesus hier. Das ist die eigentliche Quelle des Drucks, die Jesus hier beim Namen nennt, Vers 10, der Teufel. Der Teufel ist die treibende Kraft, er steckt dahinter. Wo Christen gefoltert werden wegen ihres Glaubens, da sind es nicht nur menschliche Fanatiker, sondern das Copyright, die Urheberrechte für diese Gräuel hat der Teufel, sagt Jesus. Und dann der andere Name für dieselbe Person in Vers 9, der Satan. Das klingt sehr scharf und es ist auch scharf. Aber wenn Menschen bereit sind, die Gemeinde Jesu anzugreifen, wenn Menschen dazu beizutragen, bereit sind, dass Christen zu Tode kommen, dann greifen sie Jesus an, heißt das. Dann verfolgen sie Jesus. Und so werden sie zum Handlanger, zum Werkzeug Satans, weil sie für seine Ziele arbeiten. Und wir haben in den letzten Monaten immer wieder für einen Glaubensbruder im Iran gebetet, der zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde jetzt, weil er evangelistisch unter Drogenabhängigen arbeitet. Und Jesus sagt, wundert euch nicht, der Teufel steckt dahinter. Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt Paulus, sondern mit den Mächten der Finsternis. Das ist die Quelle des Drucks. Und wissen Sie, dadurch, dass Jesus vom Teufel spricht, macht er seine Leute gerade nicht fanatisch, sondern besonnen gegenüber ihren Mitbürgern. Denn die Christen in Smyrna sehen, der Nachbar, der mich denunziert, der römische Soldat, der mich bedroht, die Stasi, die mich beobachtet, die Handlanger, die meinen Angehörigen in die Arena gezerrt haben, sie sind letztlich Verführte. Sie sind letztlich Handlanger in ihrer ganzen Verblendung und Brutalität. Aber unser eigentlicher Feind ist ein anderer. Und ich denke, nur mit dieser Sicht ist es zu verstehen, dass verfolgte Christen immer wieder die Kraft bekommen haben, für ihre Verfolger zu beten. So wie der Herr am Kreuz betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke, auch Christen empfinden Zorn und Wut. Und auch uns überkommen sicherlich manchmal Gefühle, schon in geringeren Situationen, die vielleicht dem Hass nicht weit entfernt sind und für die wir Vergebung brauchen. Und da müssen wir auch sensibel bleiben, dass der Herr uns auch in unserer Gefühlswelt immer wieder korrigieren kann. Aber dabei hilft, dass Jesus uns die Augen öffnet und sagt, das ist nicht die Quelle. Du musst dem Bösen widerstehen, du musst es ernst nehmen, du musst die menschlichen Protagonisten nüchtern einschätzen, du darfst nicht naiv sein, du musst andere vor ihnen schützen, du musst ihnen entgegentreten. Aber du darfst sie nicht verwechseln mit der Quelle. Und so haben das auch in Verfolgungsgebieten, zum Beispiel in der Sowjetunion, die Verfolger immer wieder gemerkt, dass die Christen aus einer Kraft lebten, die sie als Atheisten nicht einzuschätzen vermochten. Auch aus einer Kraft der Vergebungsbereitschaft. Oder dass es Situationen gab, wo KGB-Prügler auf alte Menschen eingeschlagen haben und die trotzdem geschrien, Herr, vergib diesen Blinden. Und das haben die Atheisten nicht verstanden, wie das geht. Arm und doch reich, verfolgt und doch frei, unterdrückt und doch geborgen, geschändet und doch stark, gehasst und doch nicht verbittert. Woher nehmen sie diese Kraft? Wie wehren sie sich gegen diesen Druck? Auch dazu gibt Jesus diesen Brief.
Und nachdem er die Härte des Drucks und die Quelle des Drucks entlarvt hat, sagt er seinen Leuten noch einmal, wie sie sich wehren können. Und das ist viertens der Halt mitten unter dem Druck. Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Der Halt mitten im Druck. Jesus verspricht keine schnelle Erleichterung. Jesus sagt nicht, dass jeder Prozess gut ausgehen wird mit Freispruch. Jesus sagt, dass sich die Situation durchaus weiter zuspitzen kann, dass der Druck weitergehen wird. Aber er sagt, ihr habt trotzdem keinen Grund, euch zu fürchten. Und wenn eure Herzen klopfen und eure Knie zittern, eure Feinde werden euch nicht kleinkriegen. Warum ist Jesus so gewiss? Und jetzt sehen wir, wie wichtig die Eingangsverse sind. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig. Der Erste und der Letzte. Damit sagt Jesus, ich bin der ewige Gott. Ich rede hier. Ich bin nicht in den Weltlauf und in die Machtverhältnisse dieser Welt hineingeflochten. Ich stehe dem Souverän gegenüber, ich stehe darüber. Jesus ist nicht an die Grenzen von Raum und Zeit gebunden. Was immer die Gegner sich ausdenken mögen, sie dürfen nie und keine Zehntelsekunde weiter, als Jesus zulässt. Das sind die ersten Worte, die Jesus in diesem Brief reinschreibt. Ich bin, ich bin, ich bin Gott und ich bin der Erste und der Letzte, der am Anfang steht und am Ende, der das erste Wort spricht und das letzte. Und dann weiter. Jesus steht nicht nur drüber über der Situation seiner Leute, sondern Jesus steht auch drin. Schauen Sie, Jesus sagt, der Tod war und ist lebendig geworden. Also Jesus hat das durchgemacht. Er hat sich da hineinversetzt. Und deswegen steht da, wenn Jesus sagt, ich kenne deine Situation, steht im Griechischen auch ein Wort, das ein besonders inniges, erfahrungsgesättigtes Kennen bezeichnet. Nicht nur Ginosko, sondern Euda. Und Euda ist ein ganz inniges, liebevolles Wort, was so viel bedeutet, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Euda gewinnt man nicht nur diese Kenntnis durch Beobachtung von außen, sondern durch eigene Erfahrung. Euda bedeutet ein liebevolles, persönliches Kennen von jemandem, der Anteil nimmt an unserer Situation. So wie es Jesaja 53 beschreibt in Vers 3, er war ein Mann der Schmerzen. Er war ein Mann der Schmerzen und deswegen haben ihn viele auch so verachtet. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig geworden. Richard Baxter, der große Puritaner des 17. Jahrhunderts, hat es auf den Punkt gebracht. Er sagt, Christus führt uns durch keine dunkleren Räume, als er selbst durchschritten hat. Vergiss das nicht. Christus führt uns durch keine dunkleren Räume, als er selbst durchschritten hat. Richard Baxter. Aber er hat dann den Tod getötet. Er ist wieder lebendig geworden. Er ist auferstanden. Und der Sekretär, dem Jesus das diktiert, gehört zu den Augenzeugen des Auferstandenen 60 Jahre vorher. Vielleicht hat der Gesandte von Smyrna gesagt, was sollen wir jetzt machen? Wie soll unsere Gegenwehr aussehen, lieber Johannes, wenn sie an unsere Türen klopfen, wenn sie uns in den Kaisertempel schleppen wollen, wenn sie uns zum Verleugnen drängen, wenn sie ihren Kopf in unseren Nacken, ihren Fuß auf unseren Nacken stellen? Und was sagt Jesus? Sei getreu bis an den Tod. Treu. Bete Jesus an. Lass dich nicht zum Verleugnen hinreißen, auch wenn es dich das Leben kosten mag. Auch wenn der Preis für die Treue der Tod sein sollte, sei getreu bis an den Tod, das heißt bis zu diesem Grad. Das beschreibt die Qualität dieser Treue. Sei getreu bis an den Tod. Die Smyrna-Menschen waren wie wir, die haben genauso gern gelebt wie wir. Die hatten genauso gern ihre Ruhe wie wir, die waren genauso leidensscheu wie wir. Die standen in der Versuchung, sich durchzumogeln wie wir. Man erfährt von einigen begüterten Christen, die versucht haben, Beamte zu bestechen, um diese Zeugnisse zu kriegen, so wie manche sich gefälschte Impfpässe besorgt haben. Sie haben den Kaiser nicht angebetet, aber sie haben sich das vorgeschriebene Anbetungszertifikat gekauft. Und dann stand da, er hat angebetet. Und sie hatten ihre Ruhe vor den Römern, aber nicht vor ihrem Gewissen.
Andere, so sagt man, hätten ihre Diener zum Kaiseraltar geschickt. Und die Diener haben sich dann als ihre Herrschaften ausgegeben und auf diese Weise das Zertifikat erschlichen. Aber die meisten gingen den geraden Weg. Sie verweigerten das Opfer, sie riskierten ihren Kopf und sie bezahlten das nicht selten mit ihrem Leben. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, was Jesus nicht geraten hat. Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst nicht die Helden spielen. Jesus hat nicht gesagt, seid etwas diplomatischer. Es geht ja um das Zeugnis zu ihm. Jesus hat nicht gesagt, hütet euch davor zu provozieren und arrangiert euch. Sondern Jesus hat uns gewarnt vor Kompromissen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und wahrscheinlich haben die Smyrna-Leute gesagt, woher sollen wir die Kraft dazu bekommen? Und Jesus wird gesagt haben, guck dir den Absender an. Das sagt, getreu bis in den Tod, das sagt der, der die Macht des Todes gebrochen hat. Ihr müsst nicht stark sein, ihr müsst treu sein. Und durchtragen wird euch Jesus. Und ich glaube, das ist die Devise, die wir in dieser Situation brauchen, wenn wir einmal da hineinkommen sollten. Dass wir nicht denken, wir müssten stark sein, sondern dass wir den Herrn einfach bitten, dass er uns treu sein lässt. Das heißt konkret, in dem Augenblick, wo der römische Beamte fordert, bete den Kaiser an, da musst du dich nicht sicher fühlen, dass du den Widerstand bis zum Ende durchsetzen wirst, sondern du musst treu sein. Egal wie schwach du dich fühlst, mein Herr und Gott ist Jesus. Und dann wirst du erfahren, dass Jesus dich durchträgt, irgendwie. Das war das Geheimnis, von dem die Märtyrer berichten. Die haben sich auch nicht immer stark gefühlt, die haben auch Angst gehabt. Aber in dem Moment, wo es drauf ankam, haben sie Ja gesagt zu Jesus und Nein zum Kaiser. Und Jesus hat sie durchgetragen. Oder wie viele in einem viel harmloseren Umfeld, wie viele gläubige Theologiestudenten haben das erlebt, Jahrtausende später, an einer deutschen Universität. Theologieprofessor sagt zu seinem gläubigen Studenten, na, ihr Eifer in allen Ehren, aber sie wollen wohl nicht behaupten, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. So naiv können sie auch nicht mehr sein nach der Aufklärung. Und dem Studenten schnürt es die Kehle zu. Er hat Angst vor der Diskussion, die folgen wird. Er wird bei diesem Professor auch eine Arbeit schreiben müssen. Und er hat noch im Ohr, wie ein alter Christ ihm sagte, du musst dich ja nicht zu weit aus dem Fenster hängen, spiel nicht den Märtyrer. Der Professor ist ihm rhetorisch überlegen, das weiß er auch, und er wird ihn fertig machen. Er weiß nicht, wie die Situation weitergeht. Er wird federn lassen, er muss jetzt entscheiden. Er kann nur jetzt entscheiden, jetzt, wo der Professor ihn fragt. Jetzt kann er nur verleugnen oder bekennen. Und dann sagt er mit heiserer Stimme, bevor er sich's anders überlegen kann, doch, ich glaube das fest. Weil die Bibel es sagt. Und Jesus bringt ihn durch. Das ist die Realität, treu bis an den Tod. So heißt die Lebensgeschichte eines koreanischen Pastors. Das ist aber eine ganz andere Qualität als so ein bisschen Unizoff. Sein Vater war unter japanischer Herrschaft ins Gefängnis gekommen, weil er sich geweigert hatte, den Herrscher anzubeten. Und genauso ging es dem Sohn. Er lehnte das ab, sich vor einem Shinto-Schrein zu verbeugen. Und wurde 1940 von den Japanern inhaftiert. Aber dann verliert Japan den Zweiten Weltkrieg, Pastor Son kommt frei und kann wieder predigen. Aber irgendwann übernehmen die Kommunisten die Macht. Und für die Christen wird die Luft zum Atmen wieder dünn. Und Pastor Son kommt wieder ins Gefängnis und bezeugt seinen Glauben dort, bis er brutal zusammengeschlagen und getötet wird im Herbst 1949. Versteht ihr, liebe Geschwister, das können wir uns dann auch kaum noch vorstellen, wie jemand sowas durchhalten kann, wie jemand so einen Druck aushalten kann. Denn Gott gibt seinen Kindern die Kraft, wenn es nötig ist, wenn die Situation kommt. Ne? Wann haben wir unseren kleinen Kindern das Milchgeld gegeben für die Woche, immer an dem Tag, wo sie es brauchten? Und so gibt Gott seinen Kindern die Kraft, wenn sie es brauchen. Und wir müssen uns jetzt nicht stark genug fühlen für solche Situationen, die noch kommen können, aber wir dürfen vertrauen, dass der Herr treu ist. Und jetzt, wo es uns noch sehr viel besser geht und
wir wissen ja nicht, wie der Herr es fügt. Es kann ja sein, dass sich manches nicht in eine negative, sondern auch in eine positive Richtung wieder entwickelt. Das wissen wir ja nicht. Aber jetzt ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir die Treue im Kleinen bewähren. Jetzt ist es wichtig, dass wir Gegenwehr in kleinen Situationen lernen, da niemand unser Leben bedroht, da niemand unsere äußere Sicherheit bedroht. Vielleicht unseren guten Ruf, vielleicht uns mal bedroht, unser Konto zu sperren oder unser Telefon abzuhören. Aber was ist das mit dem, was die hier auszuhalten hatten? Jetzt erleben wir wahrscheinlich, dass an der Arbeitsstelle über uns gelästert wird oder im Sportverein. Aber dann gilt es auch, verleugnen oder bekennen. Verleugnen oder bekennen, es ist immer wieder die gleiche Frage. Sei getreu, bis dahin, dass du in der Schule eine schlechtere Note in Kauf nimmst, wenn du deinem Biolehrer widersprichst, weil der es als bewiesen bezeichnet, dass der Mensch durch Zufall entstanden sei und die Schöpfung für ein Märchen erklärt. Sei getreu. Sei getreu, wenn die anderen behaupten, dass alle Religionen zum Ziel führen und Jesus nur einer unter vielen war. Sei getreu, selbst wenn sie dich dann als Friedensstörer oder Sektierer abstempeln. Treue im Kleinen, das ist die Gegenwehr der Stunde. Und da können wir Treue lernen. Dann, wenn es spürbare Nachteile bringt. Treue im Kleinen, ohne Kompromisse, ohne Anpassung, ohne krumme Touren. Und wenn wir doch wieder reinrutschen, dürfen wir immer wieder ankommen und bitten, dass der Herr uns vergibt. Und ja, wenn wir wieder schuldig werden, lasst uns erschrecken und lasst uns zum Herrn gehen damit. Und lasst uns das nicht auf die leichte Schulter nehmen und lasst uns das nicht rechtfertigen als Diplomatie. Lasst uns nicht uns rausreden damit, wir wollen ja nicht als engstirnig gelten, weil man dann unser missionarisches Zeugnis besser hört. Du musst nicht besorgt sein um das Image der Christen. Du musst nicht besorgt sein um die weltliche Akzeptanz der Gemeinde. Wir sollen versuchen, da nicht blöder zu agieren als unbedingt nötig. Aber sei getreu bis in den Tod, sagt Jesus. Und dann gibt er uns eine letzte Hilfe zum Durchhalten. Das ist mein letzter Punkt. Vers 10, wo Jesus sagt, ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod. Was ist damit gemeint? Es kann sein, dass für die Leute in Smyrna eine besonders schlimme Verfolgungswelle bevorstand, die wirklich 10 Tage dauern würde. Und Jesus bereitet sie darauf vor und sagt, aber nur 10 Tage. Das kennen wir doch aus unseren Alltagszusammenhängen, wenn wir zum Beispiel schlimme Schmerzen haben und wenn wir wissen, heute Nachmittag kriegst du eine Medizin, die wirklich hilft, dann sind die Schmerzen zwar noch da, aber sie sind leichter zu ertragen, weil du weißt, du wirst bald wieder los. Das Ende der Schmerzen ist in Sicht. Und so sagt Jesus, das Ende des Drucks ist in Sicht. 10 Tage, aber nicht mehr als 10 Tage. Und das kann auch eine symbolische Bedeutung haben für alle Gemeinden. Ein Hinweis auf 10 große Verfolgungswellen, die unter 10 römischen Kaisern bis zum Ende des 3. Jahrhunderts stattfanden. Der 1. Nero, der 10. Diokletian, vielleicht ein Hinweis darauf. Und schließlich stehen 10 Tage dafür, dass auch heute Verfolgungszeiten für Christen nicht unbedingt ganz kurz sein müssen, aber doch begrenzt. Jesus ist der Erste und der Letzte. Jesus beherrscht die Zeit und die Ewigkeit. Und was immer oder wer immer uns bedroht, Jesus ist stärker. Und deswegen kann Jesus die Hoffnung über den Druck hinaus versprechen. Dieses Ende muss nicht für jeden von uns auf dieser Erde schon kommen. Für manche Christen wird die Verfolgung durch den Tod ins Leben führen, so wie das bei Pastor Son in Korea der Fall war. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Dieses große Versprechen, macht nicht euren leiblichen Tod zum Endpunkt eures Denkens. Wie sehr neigen wir dazu, obwohl wir wissen, dass es nicht richtig ist. Dass wir unseren leiblichen Tod zum Endpunkt unseres Denkens machen. Und ihr sagt, das sollt ihr nicht. Das ist nicht das Ziel eurer Lebensplanung, sondern entscheidend ist, dass ihr die Krone des Lebens, des ewigen Lebens bekommt, die Jesus euch schenken wird. Die Krone des Sieges. Und damit sagt Jesus, lasst euch nicht von den Mühen des Weges bis dahin abschrecken. Ja, der Athlet bekam am Ende den Siegeskranz und bis dahin musste er ganz schön kämpfen. Und alle, die Jesus lieb haben, werden den Siegeskranz bekommen. Ob sie nun durchs Martyrium durch müssen oder unter leichteren Umständen leben, wobei es ganz leicht für Christen nie ist. Aber Jesus gibt uns diese Hoffnung über den Druck hinaus. Das ist die Ermutigung seiner gequälten Gemeinde in Smyrna. Und
Das kommt, dieses triumphale Ende des Drucks. Und schauen Sie, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, haltet durch. Jesus sagt nicht, nach dieser Zeit werdet ihr auf der Erde auf alle Fälle noch ein paar ruhige Jahre genießen. In Wohlstand und mit einem Ferienhaus auf Mallorca. Das verspricht Jesus nicht. Manchen war das vielleicht vergönnt, aber keinem hat das versprochen. Sondern was Jesus verspricht, ist der Blick auf die Ewigkeit. Und darum sind wir immer reiche Leute. Egal wie arm und bedrängt, du bist arm und doch reich. Weil den größten Reichtum dir keiner wegnehmen kann. So tröstet Jesus Smyrna. Und die Frage ist, ob sie das so tröstlich empfunden haben. Ob wir das so tröstlich finden. Ja, wir hängen so sehr am Diesseits, ist auch verständlich irgendwie. Wir sind in dieses Leben verliebt, wir sind auf dieses Leben so gebannt fixiert. Oftmals empfinden wir nicht so sehr viel anders als unsere Zeitgenossen, die Jesus nicht haben und die nicht wissen, dass sie auf den Himmel zugehen. Und das ist nicht richtig. Gott hat uns dieses Leben gegeben hier auf der Erde und es ist wertvoll und wir sollen es ausschöpfen und wir sollen es erhalten und wir sollen uns dran freuen und wir sollen nicht davor flüchten und natürlich machen wir uns Sorge und wir möchten gerne alt und gesund werden. Und das ist auch legitim. Und wir sind auch froh, dass wir gute Ärzte haben. Aber wir wollen dieses vergängliche Leben nicht wichtiger nehmen, als es ist. Nicht wichtiger als den unvergänglichen Himmel. Diese kurze Lebensspanne nicht wichtiger als die Ewigkeit. Und das war die Lektion, die die Leute in Smyrna lernen mussten. Und Jesus hat ihnen dann am Ende dieses noch gesagt. Und damit kommen wir zum Schluss, worin das größte Glück besteht, das größte Geschenk. Er hat gesagt in Vers 11, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden gab. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und da steht im Griechischen eine ganz krasse, starke Verneinung. Also im Sinne von absolut nicht, von keineswegs, von ganz und gar nicht wird ihm irgendwas drohen von dem zweiten Tod. Was ist der zweite Tod? Den ersten Tod müssen wir alle sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Das ist der normale körperliche Tod. Aber der zweite Tod ist schlimmer. Von dem redet Offenbarung 20, Vers 40. Diejenigen, die ohne Jesus sterben, sind ja nicht einfach weg, sondern auf sie wartet die ewige Verdammnis. Offenbarung 20, Vers 14 formuliert das so. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, komm morgen noch zum Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist die ewige Verdammnis. Und Jesus drückt uns das mit diesen Worten am Ende nochmal richtig aufs Herz. Er sagt, Christen sterben nur einmal und sind dann auf ewig bei Jesus. Aber wer Jesus ablehnt, der stirbt zweimal. Und dessen Ziel ist die ewige Verdammnis. Der stirbt den leiblichen Tod und der geht den Weg in die Hölle. Und Jesus sagt, dieser zweite Tod, das ist der Punkt, um den man sich wirklich Gedanken machen muss, weil es da um die Ewigkeit geht. Und darum haben die Jesus-Leute es so gut. Auch wenn sie auf dieser Erde wie Smyrna ganz schön viel aushalten müssen, mit diesem zweiten Tod haben wir nichts mehr zu tun. Der geht uns nichts mehr an. Und darum sind wir getrost. Und so hat Jesus diese Situation zusammengefasst. Es sind nur wenige Verse, dieses Sendschreiben an Smyrna. Aber es enthält einen tiefen, tiefen Trost. Und es garantiert uns den Halt mitten unter dem Druck und die Hoffnung weit, weit über allen Druck hinaus. Ich komme zum Schluss. Damals, als der Brief in Smyrna zum ersten Mal vorgelesen wurde, und deswegen steht hier der Polycarp auf unserer Folie, da war wahrscheinlich dieser junge Mann dabei. Er war um die 25 Jahre alt. Höchstwahrscheinlich hat er diesen Brief, den wir jetzt studiert haben, auswendig gekannt. Und dieser Polycarp hatte seinen Blick fest auf die Ewigkeit gerichtet. Er reifte heran. Er wurde dann später sogar der Leiter dieser Gemeinde in Smyrna. Er fuhr einen sehr klaren Kurs und erreichte das hohe Alter von 86 Jahren. Im Februar 55, also 60 Jahre nachdem unser Brief nach Smyrna kam, ging es dann wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Es war wieder eine sportliche Großveranstaltung und zum Kulturprogramm gehörte es gelegentlich, wenn die Menge das wollte, mal wieder einen Christen umzubringen, öffentlich. Und so wird Polycarp verhaftet. Er kam zurück von einer Reise, von einer Dienstreise. Er kommt zurück, er wird verhaftet,
Man sagt, dass er seine Mitarbeiter noch angewiesen habe, diesem Verhaftungskomitee eine Mahlzeit herzurichten. Und er hat die Zeit dann zum Beten genutzt. Und dann sammelt sich im Stadion der Mob. Sie wollen dabei sein. Polycarp, Polycarp, jetzt wollen sie ihn sterben sehen. Und es wird berichtet, dass der römische Statthalter Polycarp noch eine letzte Chance geben wird, dass schon auf dem Weg zum Stadion einer der Soldaten sagt, Mensch, du musst doch nur sagen, der Kaiser ist der Herr, der Kaiser ist der Herr, nicht Jesus ist der Herr, der Kaiser ist der Herr, was ist schon dabei? Aber Polycarp kann nicht, Jesus ist der Herr. Und der Statthalter soll ihm dann eine letzte Chance gegeben haben und gesagt haben, denk dran, wie alt du bist, du könntest einen ruhigen Lebensabend haben, aber leugne jetzt endlich. Und ich bin fast sicher, dass Polycarp in diesen Minuten an unseren Brief gedacht hat. Und dass er sich das nochmal innerlich hergesagt hat. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Aber sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und dann sagt Polycarp zu seinem Bedränger, mehr als 8 Jahrzehnte habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinem König untreu werden, der mich für ewig erlöst hat? Wie könnte ich meinem König untreu werden, der mich für ewig erlöst hat? Und so ist er zu seinem Herrn gegangen. Und andere traten an seine Stelle, die dann ihren Kopf hingehalten haben, für Jesus und für seine Gemeinde in Smyrna und überall auf der Welt. Und gebe Jesus es uns, dass auch wir in den Umständen, in die er uns hineinstellt und die er uns zumutet, dass wir ihm einfach treu sind. Wir müssen nicht stark sein, sondern nur treu. Und er ist treu. Herr Jesus, wir danken dir, dass du allmächtig bist und dass du unser Leben siehst, dass du genau weißt, in welchem gesellschaftlichen Kontext wir leben, in welcher Epoche wir leben, dass du sagst, ich kenne dich und dass das nicht nur für die Gemeinde gilt, sondern dass das für jedes deiner Kinder gilt. Dass du es kennst, Herr, dass du genau weißt, was bei uns los ist. Und wir wollen uns dir anvertrauen. Herr, und ich bitten, lass uns treu sein. Bewahre uns vor unserer Feigheit, bewahre uns vor unserer Menschenfurcht. Danke, dass du stärker bist als das alles. Und schenk uns ein Leben, das dir treu bleibt bis zum Ziel und das dich ehrt. Und wir danken dir für diese große Perspektive, die du für uns bereithältst, Herr. Und wir bitten dich sehr für alle unsere Glaubensgeschwister, die schon jetzt Ähnliches erleben müssen wie die Menschen in Smyrna. Bitte mach sie stark, mach sie getrost und halte uns alle fest beieinander als deine Glaubensgeschwister.